Es gibt zwei Arten von Blut im Urin. Solches, was man wirklich sieht, und Blut, was man nur durch einen Stick oder beim Arzt zufällig festgestellt worden ist. Dieser zufällig festgestellte, nicht wirklich sichtbare Blutbestandteil im Urin ist in der Regel gar nichts Schlimmes, sondern kann nur kontrolliert werden. Wenn man Blut sieht, ist auf jeden Fall eine sofortige Vorstellung beim Urologen empfohlen, weil sich dahinter durchaus eine ernste Erkrankung verbergen kann. Meistens ist es Blasenkrebs. Die nächsten Schritte sind, dass der Urologe eine Urinkontrolle nochmal macht, eine Ultraschalluntersuchung macht und eine Blasenspiegelung, die übrigens viel weniger schlimm ist, als man es hinlänglich so denkt, weil wir heute viel modernere Instrumente dafür haben. Dann kommt noch ein Röntgen und wenn sich der Verdacht weiterhin bestätigt, dass es sich um Blasenkrebs handelt, muss der Patient operiert werden. Glücklicherweise ist es so, dass die meisten Blasentumoren sehr oberflächlich sind, sodass wir durch die Harnröhre mit einer elektrischen Schlinge diese Tumoren aus der Blase abschaben können, wie man das hinlänglich so nennt. Nur in einem kleinen Prozentsatz, ungefähr 15% der Patienten, ist der Blasentumor so fortgeschritten, dass man eine größere Operation empfehlen muss, bis hin zur kompletten Entfernung der Blase. Und das ist für den Patienten natürlich eine große Veränderung seiner gesamten Lebenssituation, seiner ganzen Körperlichkeit. Deswegen empfiehlt es sich, dass es sich auf jeden Fall umhört, in welcher Klinik wird sowas häufig operiert und was passiert dann mit meinem Urin. Hier gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Entweder wir machen aus den Darmteilen des Patienten selbst eine neue Blase oder wir machen einen künstlichen Ausgang, da gibt es zwei verschiedene Varianten, wo man ein Loch im Bauch hat und der Urin dann über einen Beutel abläuft.